Hallo, jetzt sind wir langsam in den finalen Zügen für diese Produktion und das nächste, was also dran ist, ist alle Einzelschritte, die ich jetzt gemacht habe, zusammenzubauen in eine große Session. Dazu habe ich hier meine Main Mix Session. Da ist ja immer schön mein Loudness Metering Plugin offen, bei dem ich einstelle, dass ich auf ungefähr minus 18 gehen möchte. Und jetzt importiere ich die Session-Daten aus den ganzen Einzel-Sessions. Diese ganzen Einzel-Sessions liegen hier jetzt rum. Das ist einmal Saalband, Musikeinspieler, Musikact, die Matzen, der Dialog. Und weil mir ein paar Einspieler gefehlt haben, die habe ich irgendwie beim Verteilen verpasst, habe ich noch ein einzelnes kleines Schnipselchen, wo diese einzelne Spur drin ist, wo die liegen. Das waren die Einspieler für das Spiel, wo es um die Frage ging, Helene oder Apache. Und das war das Playback für Wildberry Lillet, das da in dieser einen Spur liegt. Von der ich glaube, dass ich sie nicht in der Matz und auch nicht im Musikeinspieler habe. Werde ich jetzt aber sehen, und wenn es mehrmals drin ist, dann haue ich es einfach einmal wieder raus. Ist also kein Problem. Gut, diese beiden hier Dialog-Zusätze, die habe ich ja schon beim Dialog-Edit in diese Session reingeladen. Gut, ich habe hier hinten also meine Main-Mix-Session und in dieser Main-Mix-Session ist das meiste jetzt schon drin. Ich habe im Dialog noch was eingebaut, was jetzt hier sozusagen an Spur noch nicht auftaucht, was ich dann aber noch in die Hand nehmen möchte. Und das ist jetzt wirklich relativ einfach und gleichzeitig bedarf es relativ großer Aufmerksamkeit beim Import, weil genauso wie Plugins insertieren oder ein Insert wechseln oder einen Insert auf einen anderen Insert draufschieben oder einen neuen Send anlegen, auch das Importieren von Session-Daten über weite Strecken nicht rückgängig machbar ist. Also man kann auf rückgängig drücken, das ändert aber immer nur einige wenige Dinge und nicht alle. Deswegen ist das relativ aufwendig, da mitzudenken, was brauche ich. Bei einigen Sessions brauche ich vielleicht alles, bei anderen Sessions brauche ich vielleicht nur das, was in den Spuren liegt. Also gehen wir damit etwas Grips vor und gehen hier auf Importieren Session-Daten. Wir holen jetzt sozusagen alles, was wir in den Einzel-Sessions haben, in diese eine große Session rein. Da fange ich an mit der Saalband. Saalband gab es zwei Sessions, Saalband und Saalband 2. Saalband 2 war die Session, die sozusagen die fertige geworden ist, weil bei der normalen Saalband-Session ja irgendwann irgendwas passiert war, wo ich eine zweite Session anlegen musste. Unproblematisch. Die nehme ich, öffne ich und jetzt kann ich einfach sagen, ich würde gerne die Spuren anpassen. Damit importiert er mir alles, was in dieser Session ist, auf die gleichnamigen Spuren in der Session, die ich offen habe. Eigentlich ganz gut. Aber was ich nicht brauche, ist das Voice-Over, wo ich drauf bin, und den Videomaster, also den Master, mit dem ich ins Video gehe. Alles andere ist relativ interessant. Showroom Send Master. Ich brauche nicht die Videospur, ich brauche nicht den Sendeton. Wenn ich hier drauf drücke, dann ist das hier vorne nicht mehr ausgewählt, hier hinten steht dann auch einfach keine. Gleichzeitig habe ich immer so ein kleines bisschen im Blick, dass hier hinten wirklich das gleiche steht wie da vorne. Das funktioniert zwar relativ gut, insbesondere wenn man eine Session hat, wo die Spuren wirklich gleich heißen, aber manchmal passieren auch Fehlerchen, besonders wenn die Spuren aus welchem Grund auch immer nicht exakt den gleichen Namen tragen. Dann können Dinge passieren. Gut ist, dass hier die ganzen Drums jetzt diesmal mitkommen, weil ich mich nicht selber drum kümmern muss, sondern weil ich dem gesagt habe, kümmere dich bitte darum. Das heißt, es kann nicht wieder passieren, dass ich den Ordner auswähle und dann vergesse, dass ich die ganzen einzelnen Spuren, die in dem Ordner drin liegen, auch auswählen muss. Bass, Gitarre, bla 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 bla. Diese ganzen Dinge hier, die möchte ich alle mit importieren, weil ich auf allen ja irgendwelche Automationen geschrieben habe. RX brauche ich nicht. Was möchte ich machen? Hauptplaylist-Optionen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte die vorhandenen Playlists nicht ersetzen. Ich möchte die überlagern. Wenn ich die ersetze, heißt das wirklich, alles, was in dieser Session drin ist, ersetzt alles, was in meiner Session drin ist. Klingt erstmal überhaupt nicht schlimm. Jetzt habe ich ja aber bei den ganzen Einzel-Sessions wirklich akribisch drauf geachtet, immer alles zu löschen und auch dort nichts zu automatisieren, wo kein echtes Material ist, das ich gerade bearbeiten wollte. Bedeutet, ich habe dann eine lange Spur, mehrere lange Spuren und da sind Lücken dazwischen. Und diese Lücken, die bleiben auch Lücken. Und wenn ich dann die nächste Session importiere, füllt die diese Lücken nicht auf, sondern die ersetzt einfach die gesamte Playlist mit neuen Lücken, wenn ich auf Ersetzen gehe. Ich möchte aber überlagern, dann werden nämlich diese Lücken dann einfach gefüllt. Und zwar mit allem, was da liegt. Das heißt mit Automationen, mit Clips und so weiter und so fort. Das ist genau das, was wir wollen. Außerdem möchte ich gerne die Memory Locations mit importieren. Ich habe ja ab und zu kleine Marker gesetzt von Dingen, die mir aufgefallen waren, wo ich mir noch was gemerkt habe. Da fehlt das und das und da fehlt das und das und so, dass ich das dann hier schon einfach nachlesen kann und checken kann, ob das immer noch fehlt. Tempo-Takt-Zuordnung habe ich nicht gemacht. Vorzeichen-Akkord-Zuordnung habe ich auch nicht gemacht. Fenster-Konfigurationen gibt es keine. Mic-Pre-Einstellungen gibt es keine. Heat habe ich auch nicht benutzt.
Dann gibt es noch zu importierende Spurdaten. Und hier könnte ich jetzt einzelne Sachen auswählen. Schön ist auch der Darstellungsfehler, dass ich nicht weiß, was hier eigentlich steht. Ist aber auch egal. Ich importiere prinzipiell in dem Fall alles, weil ich genau weiß, dass ich an allem so gearbeitet habe, wie es sein soll. Das Routing müsste ich nicht importieren. Ich weiß aber auch, dass ich es nicht geändert habe. Insofern, alles gut, machen wir so. Drücke ich auf OK. Ja. Und das nächste Mal, wenn ich den aufmache, macht der mir genau die gleiche Einstellung hier übrigens auch standardmäßig wieder auf. Mit Quellenmedien verknüpfen bei den Audiomedienoptionen ist ganz sinnvoll. Ich könnte die jetzt auch alle nochmal duplizieren lassen. Schwierig. Genau. Das ist schön. Ich drücke einmal auf OK und dann müsste sich sozusagen, das, manchmal dauert das relativ lange, die ganze Session so einigermaßen schnell füllen. Insbesondere nach unten hin. Spuren werden wiederhergestellt. Ram, pam, 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 pam. Und da haben wir, offenbar hatte ich den Musikmix, also die Spurenmusikmix da ein bisschen größer vom Zoom, von der Zoom-Stufe her. Das wird auch mit importiert. Und hier unten sind die zwei Spuren, die ich in meiner Main-Mix-Session übrig gelassen hatte. Ne? Die Atmos, die wir mit aufgenommen haben und die übrig waren, die ich nicht bearbeiten wollte. Und hier unten ist die Musik der Saalband. Bearbeitet, automatisiert. Hoffentlich ist alles schön. Klären wir nicht jetzt, klären wir später. Erstmal importieren wir mehr. Dann geht's weiter. Und ich importiere als nächstes die Session-Daten der Session Musikeinspieler. Musikeinspieler. Und ich mache wieder das Gleiche. Spuren anpassen. Ich wähle hier unten mit neuen überlagern. Ne, die Playlists überlagern. Und wähle wieder ab. Den Videomaster. Ich wähle ich ab. Ich wähle das Video ab. Ich wähle den Sendeton ab. Der ganze Rest kann wieder mit bleiben. Genau. Mir fällt da eine Sache auf, die ich vorhin geändert hatte. Das muss ich nachher nochmal machen. So, wieder. Der Musikmix war offenbar größer. Ist halb so wild. Jetzt gucken wir nach unten, ob das wirklich alles da ist. Und wir sehen, ja, da sind die Playback-Zuspieler. Die haben es jetzt dort aufgefüllt. Das ist alles, was in der Session drin war. Dann geht es weiter. Importieren den Music Act als nächstes. Music Act. Da ist er. Auch hier Spuren anpassen. Ich wähle ich, Videomaster, Sendeton und Video ab. Ich wähle noch RX ab, auch wenn es vollkommen egal ist. Memory Locations importiere ich. Ich überlagere mit den neuen und ich wähle aus und so weiter und so fort. Das ist alles richtig. Also, rum-pum-pum-pum, importieren. Oben springt wieder die Ansicht des Musik-Dings ist größer. Hier unten, Playback-Zuspiel ist auf einmal besser gefüllt. Da ist nämlich jetzt die ganzen Dinge drin. Ich erinnere mich, ich hatte da das Playback hier und da ein kleines bisschen angepasst. Jetzt haben wir, glaube ich, alles, was Musik angeht. Ich hätte es mir abhaken sollen. Ich importiere als nächstes, ich hatte jetzt die Saalband, die Musikeinspieler, die Musik-Act. Ich importiere mal als nächstes die Matzen. Die Matzen sind etwas einfacher. Ich gehe hier wieder auf Spuren anpassen. Ich wähle mich ab. Ich wähle den Videomaster ab. Ich wähle den Sendeton und das Video ab. Der Rest ist schön. Ich gehe auf Überlagern. Und rödel, rödel, rödel. Das ging ja verhältnismäßig schnell. Wo liegen denn die Matzen rum? Da, hier. Alles klar. Ja, man sieht, die Matzen sind vor allen Dingen, das hatte ich ja nicht mitgefilmt, sind vor allen Dingen mit Clipgain durchgelaufen. Dann haben wir jetzt die Matzen gehabt und als nächstes importieren wir den Dialog. Dia-Edit. Beim Dialog habe ich relativ schnell dann festgestellt, ich komme nicht dazu, den gesamten Dialog, also ich finde die Zeit nicht, den gesamten Dialog so zu bearbeiten, wie ich das in dem Video gezeigt hatte, für die erste Viertelstunde. Deswegen habe ich mich dann für ein Shortcut entschieden, habe ein bisschen probiert, was funktioniert, wie kann ich relativ effizient Zeit sparen, Bearbeitungszeit sparen, ohne dass das Ergebnis massiv schlechter wird, sondern nur ein bisschen schlechter. Und habe mir da eine schöne Lösung überlegt und das kriegen wir gleich raus. Ich wähle wieder VO ich ab, ich wähle den Videomaster ab, ich wähle
Ich wähle ab den Sendeton. Ich wähle ab das Video. RX habe ich ja gar nicht drin. Auch lustig. Und es gibt Dinge, die jetzt neu dazugekommen sind. Und neu dazugekommen, und da muss ich aufpassen, dass ich damit nichts anderes überschreibe, ist zum Beispiel ein VCA-Master für die Headsets. Das heißt, diese 6 Mikrofone, in denen die Teams, die im Spiel sind, die habe ich noch verknüpft. Jetzt habe ich wieder gezoomt hier mit der Kamera. Die habe ich verknüpft auf einen Fader. So, dass ich einen Fader habe, wo die nicht summiert werden dahin, sondern die anderen 6 Spuren fernsteuert. Das ist eine sinnvolle Sache. Und dann habe ich hier ja noch ein paar Mikrofonsignale gehabt, die eher so Schnittmaterial waren, wo ich Sachen hergeholt habe. Das war das Mikrofon Spiel Vox Act. Das importiere ich mir als neue Spur dazu, genauso wie das hier als neue Spur dazu, sodass ich die Möglichkeit habe, das auch wieder wegzuwerfen, weil ich glaube, dass das nur noch Zeugs ist, das übrig ist. Und das ist dann schon alles, was ich importieren muss. Das heißt, das kann ich jetzt reinholen und ich überlagere die Playlists wieder. Das ist wichtig. Das dauert wieder ein bisschen länger. Und dann kann ich gleich, ja genau. Hier haben wir jetzt Spiel Vox Act. Das ist eine Spur, in der war eben manchmal was Kleines drin. Das kann ich jetzt ausblenden, deaktivieren. Brauche ich nicht. Den VCA für die Headsets, das ist das hier, den schiebe ich hier ein kleines Stückchen weiter hoch, so dass er in der Nähe von den Moderatoren ist. Das macht mir, glaube ich, viel Sinn. Dann haben wir hier alles Mögliche liegen und man sieht schon, hier sind jetzt große Abschnitte, wo ich gar nichts freigeschnitten habe, und zwar sowohl in den Moderatoren als auch in den einzelnen Headsets. Der Kniff, die Abkürzung, die ich mir hierfür genommen habe, ist ein Automixing-Plugin. Man kennt es vielleicht aus dem Live-Bereich, da gibt es den sogenannten Dugan-Automixer von jemandem, der hieß Dugan. Und das ist so eine Art automatisches Level-Mixing, und zwar in Abhängigkeit davon, wo wahrscheinlich ein Nutzsignal ist. Funktioniert gut für Konferenzen und sowas. Und ist ja hier nicht großartig anders, ne? Wir haben ganz viele Sprachsignale und ganz viel Übersprechen, und dieses Übersprechen wird teilweise bestenfalls clevermäßig automatisch erkannt und entsprechend abgesenkt, und insgesamt werden die Sachen aber so gepegelt, dass die nie über eine bestimmte gleichmäßige Lautstärke hinausgehen. Das ist eigentlich gut, es funktioniert leidlich gut. Das heißt, ich habe hier diesen Automixer, und dieser Automixer kennt alle Spuren, auf die ich den gelegt habe. Das ist Moderation, Moderation 2 und die 6 Headsets. Die werden automatisch gemischt. Und die Headsets gehen alle standardmäßig nicht mehr auf den Dialogbus, sondern wichtigerweise habe ich in erster Linie dann auf den Headsets automatisiert, da wo ich sage, ich will die verstehen, die Leute, wenn die was gefragt werden, wenn die eine Frage stellen und sowas. Dann geht der Kram von da unten auf den Dialogbus, und ansonsten geht es in den Atmoschmutz. Und damit ich dann schnell die Möglichkeit habe zu sagen, zum Beispiel während einem Spiel oder während jemand was erklärt oder so, und mir der Schmutz doch zu laut ist, weil der automatisch gelabelt auf einmal zu laut ist, na, dann kann ich sagen, ich mache das einfach leiser, und dazu habe ich dann nicht den Atmo-Fader, sondern dazu habe ich leichterweise einfach den VCA für die Headsets. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Hoffe ich. Das ist nur so eine Vorstellung, dass das gut funktioniert, und ich muss mal selber sehen noch, wie das so klappt. Jetzt kann ich mal schauen, ob ich alles habe oder ob ich diese Zusatzdinge noch brauche. Und dazu schaue ich ungefähr zu Minute 42. Da war das. Genau, da gibt es hier dieses, diesen Marker, der heißt Playback. Das war die Stelle, wo mir ein Playback gefehlt hat. Und dieses Playback fehlt mir wirklich. Da liegt nur die Mainbox. Und wenn da nur die Mainbox liegen, dann ist das zu wenig und wir brauchen noch ein bisschen mehr. Das heißt, wir importieren uns noch die zusätzlichen Einzelschritte, Einspielerzusatz, diese Session. Die werden eine neue Spur. Denn die Spur hatte ich irgendwie einfach vergessen beim Verteilen. Da ist hier einmal das Playback von Wildberry Lillet, und hier vorne sind Einspieler für das Spiel Lene oder Apache. So, die könnte ich irgendwo anders reinlegen. Wahrscheinlich einfach direkt oben drüber oder hier unten in die Musik-Playback-Zuspiel. Das ist mir noch nicht ganz klar, wie das cleverer ist. Wahrscheinlich ist das clever, wenn das nach da unten kommt, in den Musik-Playback-Zuspiel, das, was ein Playback ist. Ich lege es aber mal auch hier hoch. Ich muss vorne noch ein kleines Stück abschneiden. Ich lege es auch hier hoch, mache es da stumm. Und dann gehen wir hier zu dem
Das legen wir dahin. Ich denke, dass es dort richtig ist. Das sind, wie gesagt, die Einspieler für das andere Spiel, wo erkannt werden musste am Text, wer es ist. Und das lege ich auch in beide Spuren, mache es einmal stumm. Dann habe ich es schnell wieder im Zugriff. Dann kann ich mir hier diese Spur nehmen, die ich da gerade hingepackt habe, kann die löschen, da liegt noch was hinten drauf, das kann trotzdem weg. Und damit müsste ich jetzt ganz viel Material haben, mit dem ich die gesamte Sendung zusammenbauen könnte. Ich habe hier noch ein paar Spuren erstellt, die vorhin noch nicht da waren, deswegen muss ich was am Routing wieder verändern. Ich habe zum Beispiel hier drüben mein Loudness Metering Plugin offen. Das liegt jetzt aber auf einer anderen Spur. Nicht mehr auf dem Bus, wo der Mainmix durchgeht, sondern auf der Audiospur, in dem ich meinen Mainmix aufnehme. Das heißt, hier kann ich das gleiche Plugin entfernen und muss aber diesen Bus jetzt auch wieder da oben hinschicken. Deswegen gibt es hier entsprechend bereits einen Mainmix Print. Das ist das, wo das hin soll. Und Dia, Atmo und M&E ist weg. Wieso ist M&E weg? Der M&E-Bus ist weg. Der liegt hier unten. Wieso liegt der da unten? Ah, den holen wir hier hoch. So, da ist er da oben. Und die gehen auch jeweils auf Printspuren. Die Printspuren, die sind da. Die habe ich allerdings versteckt, weil ich die jetzt nicht vorhabe mit aufzunehmen. Das heißt, M&E geht auf M&E-Print. Dia geht auf den Diaprint, wo ist er? Da oben ist er. Und Atmo geht auf Atmoprint, da unten ist der entsprechende Bus. Und das ist sehr schön, damit kann ich alles sozusagen die einzelnen Stems aufnehmen. Und das ist gut. Da bin ich weit. Ich habe hier das Video, mit dem wir ursprünglich mal gearbeitet haben, das liegt ja noch da und unten drunter das nachgeschnittene. Jetzt ist die spannende Sache. Passt das? Wenn ich hier umschalte. Spannend, was man da so sieht. Ist das an der gleichen Stelle? Nein. Das ist schlecht. Das heißt, da hat sich was am Timing geändert. Stimmt, ich habe das gehört. Ich habe das gelesen in einer Mail. Na, dann gucken wir gleich mal, was sich da am Timing geändert hat. Das Intro hat sich irgendwie in der Länge verändert. Habe ich so im Kopf. Ach ja. Gut. Schauen wir einfach mal. Gucken wir mal, ob überhaupt was spielt. Wenn ich jetzt hier vorne sozusagen auf Play drücke, dann mache ich mir hier das andere Video nochmal an. Vielleicht hole ich auch ein Videofenster hierher. So. Das Campus Festival mit Weida präsentiert. Es klingt komisch. Wieso klingt es komisch? Ich glaube, ich höre zu viele Dinge. Der Sendeton ist aus, und dann gab es aber noch das Zeugs aus dem Video direkt. Sendeton ist aus, das ist gut soweit. Das Campus Festival mit Weida präsentiert die musikalischste Quizshow Sachsens. Heute mit Team InnoLab. Team Gamers and Roses und Team Confit. Das mag an dem Dings hier liegen. Das Campus Festival mit Weida präsentiert die musikalischste Quizshow Sachsen. Das Campus Festival mit Weida präsentiert die musikalischste Quizshow Sachsen. Heute mit Team. Genau, das wissen wir noch, das war ein Problem. Ne? Das fing sehr, 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 sehr eigenartig an. Und das ist nicht zufriedenstellend. Die Matzen klingen nicht schön. Gucken wir mal zur nächsten, ob das jetzt so bleibt. Am 7. und 8. Juni verwandelt sich der Technikumplatz in... Das Campus Festival mit Weida präsentiert die musikalischste Quizshow Sachsen. Wir machen lauter. Das funktioniert schon ganz gut. Und dann ist das okay. Gut. Das war eigentlich schon okay. Aber jetzt gucken wir mal. Wir erinnern uns, das Problem ist, dass die Matz anfängt mit Schlagzeug und wenig später fängt die Band komischerweise auch an. Das heißt, da müssen wir ein kleines bisschen gucken, wie es
am besten geht. Und das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an, das wir hier dazu bekommen haben. Hier unten haben wir die Videos, die Töne aus dem Video. Die habe ich da deaktiviert. Die machen wir mal eben größer. Das ist das eine, aktivieren. Und so, das ist das System da oben. Dann machen wir das Video auch wieder an. Zack. Gucken wir mal eben. Machen wir entstummt. Und schauen uns dieses neue Video mal kurz an. Okay, das sieht mir logisch aus. Das heißt, ich mache den Musikmixbus an der Stelle schon mal bis dahin einfach stumm. Und dann gucken wir aber mal, wie das hier mit dem Übergang geht ist. Dann schalten wir mal zu dem Video um. Ah ja. Aktion, zahlreiche Stände und natürlich Live-Musik im Freien. Mal überraschen, was wir da für euch vorbereitet haben. Und wir fangen jetzt direkt damit an, die erste Aktion für euch im Chat zu präsentieren. Ja, also liebe Leute im Chat. Gut, das scheint soweit zu passen, wenn ich da hinschaue. Dann gucken wir mal an einer Stelle. Den Basser hauen. Ja, genau, wir spielen 5. Scheint auch soweit zu passen. Auch soweit gut. Sinn in Zeit hinzu und finde Antworten durch Chemikalien auf die Zunge zu. Introspektion, sag mir, wo kommt meine Wut her? Spray Paint ganz. Kenneth Dwight. Mit 11 Jahren, Royal Academy of Music, 70er Jahre, der erste in der UdSSR. Bürgerlicher Name Reginald Kenneth Dwight. Nächster Fakt, dann gibt's bloß noch 2 Punkte. Sollte jetzt klar sein. Sieht gut aus. Des Jahres. Dritter Fakt. Im Jahr 1993 trat dieser Artist in der Halbzeitshow Super Bowl auf. Dieser Man sieht sie ja gar nicht beim Sprechen. Ja! Ja! Ich würde sagen, damit haben wir unser Finalteam. Herzlichen Glückwunsch an Team Confetti. Ihr dürft im Finale antreten. Ja. Oh mein. Okay. Das sieht auch gut aus, dann schauen wir noch ein Stück weiter nach hinten. Ist so schief, also Zorte auf Vitrine oder ab durch die KI. Ey. Jo. Und ganz zum Schluss. Team Confetti war leider ein kleines bisschen schneller. Jetzt wollen wir den richtigen Song hören. Born in the USA. Born in the USA. Wunderbar. Klasse. Das heißt, wir haben eine Session zusammengebaut. Gerade eben haben wir auch schon durch die Session durchgehört und nicht mehr das, was in den Videos mal drin war. Das heißt, ich kann das hier alles wieder ausblenden, deaktivieren. Ich kann die beiden Videos hier ebenfalls klein machen. Ich kann das alte Video ausblenden und deaktivieren. Also ausblenden vor allen Dingen. Der Videomaster, das, was ich ins Video aufnehme, hat übersteuert. Das ist sehr schade. Wieso übersteuert der? Weil ich zweimal in Video-Outs gehe. Das heißt, ich bin die ganze Zeit mit doppeltem Pegel da, weil ich vom Main-Mix und von da, wo ich den Main-Mix aufnehmen kann, in den Video-Out gehe. Alles klar. Das war wahrscheinlich sehr unangenehm, ist mir nicht aufgefallen. Wird jetzt besser. Denn hier ist ja schon ein Limiter drauf. Das müsste sozusagen eigentlich reichen, aber vorher war es jetzt das Doppelte. Gut, speichern wir so.
Als nächstes gehen wir in die Bearbeitung im nächsten Video. Hier mache ich also einmal Stopp.